Elias Stefanescu für GMP1 TV hier bei GMC9 mit Kerim Engizek und Aziz Karaoğlu an seiner Seite. Wie man unschwer erkennen kann, der Gürtel, der gehört jetzt dir. Paweł Zielazowski war dein Gegner aus Polen, ein sehr starker Mann. Du konntest ihn vorzeitig finishen. Wie hast du das Ende erlebt? Ja, auf jeden Fall war ein sehr harter Kampf. Also ich habe mich darauf eingestellt, dass er sehr wild und hart nach vorne geht. Ich habe mich auf 5 Runden eingestellt und ist mir gelungen, den Kampf vorzeitig zu beenden. Ich bin echt erleichtert. 2 Monate harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Jetzt Champion. Jetzt hast du das Edelmetall, hast ja lange dafür trainiert. Gehen wir vielleicht nochmal auf den Kampf ein, vielleicht auch an Aziz die Frage von außen. Er hat ihn ja schon das ein oder andere Mal angenockt. Hattest du jemals das Gefühl, dass er finishen muss oder war das schon richtig, dass er ein bisschen gewartet hat und gesehen hat, bis sein Gegner eben zermürbt wird? Ja, eine Gelegenheit hat er verpasst. Er hat ihn schon fast gehabt und einen Frontkick am Körper und da hätte er ihn schon finishen können. Aber wir wussten ganz genau, Kerim ist im Stand stärker als er. Wir wussten, dass der Junge ein ganz, ganz harter Junge ist. Aber ich war zuversichtlich, weil Kerim ist im Stand ein super Talent und am Boden hat er sich auch sehr gut gemacht. Hat sich meiner Meinung nach zu oft in den Clinch eingelassen, aber er hat sein Ding durchgezogen und man kann sich nie sicher sein, aber das war unser Ziel, ihn im Stand zu erledigen, ne? Es gab eine Situation, ich glaube Ende Runde 2, wo du ihn mit einem Bodykick zu Boden geschickt hast. Er konnte kurzzeitig nicht mehr aufstehen. Hast du da vielleicht so innerlich gedacht, so wäre das vielleicht ein paar Sekunden früher gekommen? Ich habe mir gedacht, der Kampf wird zu Ende. Ich war jetzt so, aber dann habe ich gemerkt, das war genau in der Rundenpause. Ich habe mir gesagt, in der 3. Runde werde ich den Kampf beenden. Und ja, ist so gekommen. Das ist dir gelungen. Ich glaube, knapp 1 Minute und ein bisschen mehr hast du dann länger gebraucht noch. Dann gehörte der Gürtel dir. Du hast den Fans gedankt, warst sehr zufrieden, wurdest auch ordentlich gefeiert. Was bedeutet dir das, diesen Gürtel jetzt endlich zu besitzen? Das bedeutet mir sehr viel. Ist ja mittlerweile mein 6. Kampf hier bei GMC. Ich habe mir gesagt, ich werde Champion in dieser Organisation. Und jetzt bin ich der frisch gebackene GMC 77 Kilo Champ und ich bin überglücklich. Wie geht es mit dir weiter? Vielleicht auch an dich, wer auch immer antworten will. Was planst du als nächstes mit ihm und Verteidigung oder geht es irgendwie in andere Ligen? Was ist das große Ziel? Also ich muss erstmal ein Lob an Kerim aussprechen, weil ich kritisiere ihn sehr viel, ich ärgere ihn auch sehr viel. Ich bin der Einzige, der ihn richtig ärgert, aber er hat wirklich da sehr, sehr gut trainiert und ich muss eine Sache sagen, das muss ich wieder sagen. Es gibt sehr viele Kämpfer, die hier gekämpft haben bei GMC, die keine harten Gegner hatten. Er hat nicht einmal gezögert und er hat wirklich einen harten Jungen gehabt, wo viele sozusagen auf Deutschland den Schwanz eingezogen hätten. Und der Kerim hat sich hier gerade gemacht und wir waren zuversichtlich. Ich habe ihm gesagt, guck nicht auf andere Leute, guck, dass du gegen die harten Jungs kämpfst und zeig, dass du es kannst. Weil andererseits, ihr wisst, wie ich denke, also das musste sein. Das ist ja das, was du auch forderst in der Szene, dass so selten gemacht wird. Umso schöner vielleicht, dass genau dein Schüler das befolgt. Darf ich dazu was sagen? Also wirklich Motivation hat er mir auch gegeben. Er hat gegen die Stärksten der Welt gekämpft. Erstmal hat GS Silva, Michael Falcao, Mohamed Khalidov. Ich habe mir gesagt, wenn Aziz das kann, kann ich das auch. Das sind alles nur Menschen, ist einfach so. Er hatte eine fast lupenreine Bilanz, zu 9:1, hat nur gegen einen UFC-Kämpfer verloren. Alle haben Angst vor Bilanzen, vor Namen, aber er ist auch nur ein Mensch. Hat man heute gesehen. Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen. Dann lassen wir euch damit gehen. Ihr wollt gleich noch den Hauptkampf sehen. In diesem Sinne nochmal riesen Glückwunsch. Und falls ihr noch was auf dem Herzen habt, dann lasst es jetzt raus. Wie immer bedanke ich mich bei meinem ganzen Team. Bei Aziz Karaoğlu, bei Max Schwind, bei meinem ganzen Team Alpha, meine Familie, allen, meine Sponsoren, Daniele, Cuidado, alle, die mir echt geholfen haben in der Vorbereitung. Ich bedanke mich, falls ich jemanden vergessen habe, nochmal vielen Dank. Dann danken wir euch und viel Spaß noch bei GMC 9. Danke.